Jo Leute, was geht und her. Ich fühle mich jetzt schon so, als hätte ich immer mehr. So Leute, das war's jetzt wieder. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zum dritten Vlog. So, heute ja, mal ein bisschen was anderes, eine E-Bike-Tour mit dem Leo. Ja, wir fahren jetzt gleich los hier von meinem Zuhause. Haben hier schon alles gepackt und fahren nach Hattgenstein. Kennt ihr vielleicht, das ist so ein kleiner Trail und da kann man auch so rund fahren. Und wir fahren dann nach Hattgenstein jetzt und fahren dann rund und dann geht's schon wieder Richtung Zuhause. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Mal gucken, was so geht. Und ja, let's go. 30 Kilometer. Echt? Junge, irgendwas ballert jetzt schon hier drin. So Leute, wir fahren jetzt erstmal hier runter. Und dann kommen wir jetzt gleich in so ein kleines Waldstück. Fahren dann runter in einen anderen Ort des Wald. Ein bisschen ballern und dann geht es, denke ich, erstmal berghoch. Wir haben auch keinen Plan, wo es lang geht, deshalb wird es ein bisschen Action. Let's go. So, jetzt Waldstück rein. Jetzt schon so, als hätte ich gemacht, ne? Oh, hier so eine Kurve. Kann man hier wieder schön ballern. Oh. Achso, und was ich noch gar nicht erzählt habe, ich habe neues GoPro-Zeug. Für die GoPro kann ich richtig geil dann filmen. Werdet ihr dann sehen, werde ich heute dann auch mal ausprobieren. So, jetzt warten wir gerade auf den Leo und dann geht's hier ins nächste Waldstück und dann sind wir schon im Ort und dann geht's berghoch auf der Straße. So, weiter geht's hier. Ja, ist ein bisschen eng der Weg, ja, um zu bewachsen. Boah, gar nicht cool. Lass mal kurz nochmal warten. So, geht's hier weiter. Dann geht's gut runter hier links. So ein bisschen aufpassen. Das hier nicht herrlich. Ah, mega lässige Straße hier, schön weg runter. Ah, geil, einfach nur. Kann man schön ballern. Richtig gut rollen lassen. So. Dann ein paar Timelaps rein. Und wenn wir an irgendwelchen schönen Stellen sind, dann zeige ich euch die. Bis gleich. Thank you.
So Leute, herrliche Aussicht hier, mega lässiges Wetter, einfach saugeil. Ja, wir haben auch nicht mehr viel vor uns, dann sind wir in Hartwindstein auf dem Trail und dann fahren wir so rund, dann kommen wir hier wieder an den Ort und dann ja, sind wir schon auf dem Heimweg. Wird, denke ich, mega geil, bin hyped und ja, jetzt noch ein paar Timelapse, let's go. Leute, wir sind jetzt hier oben in Hartwindstein angekommen. Ja, jetzt chillen wir mal eine Runde und dann ja, fahren wir den Trail los, gucken erst, wo wir langfahren müssen. Ja, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen, mega entspannt hier hingefahren, dreiviertel Stunde. Ja, genug Akku haben wir auch noch. Hier ist mein E-Bike, da ist Leo sein E-Bike. Ja, und da hinten ist der Turm, da gehen wir, denke ich, gleich mal hoch. Wenn man da ohne Maske hoch darf, filmen da noch ein bisschen. Hier ist so ein Pumptrack da. Und da. Und hier hinten, ups, ist so eine Essensausgabe und Wohnmobilplatz. Und da ist noch so irgendein Platz, da kann man irgendwas spielen, weiß ich gerade nicht, was es ist. Ja, ich habe jetzt hier mal einen Selfie-Stick ausgebreitet. Das war bei diesem GoPro-Kit da dabei. Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, ob ihr das geil findet. Wenn nicht, dann lass ich's. So, wir chillen jetzt hier gerade noch und dann geht's auf die Trails. Let's go. So Leute, wir stehen jetzt hier vom Anfang vom Pumptrack. Wir fahren jetzt Runde Pumptrack, filmen ein bisschen was von außen und dann geht's auf den richtigen Trail. Ja, let's go, oder? Ja, okay. So, oh, oh. Ja, geil. Das war der erste Table, viel zu weit geflogen. Alter, ist das hier rutschig. Gut, erstmal erste Runde komplett verschissen. Ach, hier sind heute echt viele Leute. Ist das hier ganz schön doof. Ich habe keinen Plan, wo es hier lang geht. Gut, jetzt irgendwie hier hoch und dann runter. Bam, bam, aua. Bam. Mega rutschig hier. Hab ich ein bisschen unterschätzt. Oh. Es ist so viel los. Schlimm. So, gerade nochmal hoch. Fahren nochmal. Und dann ein paar Aufnahmen von außen. Go. So, jetzt hier wesentlich langsamer fahren. Ja. Eben viel zu weit geflogen. Konnte nichts machen dagegen. Ich gerade eben weggerutscht, wie Sau. Dann hier hoch. Warten wir gerade auf das Kind. Jetzt können wir fahren. Bisschen pumpen. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass pumpen so anstrengend sein kann. Boah, ich muss gerade warten. Sehr gut. So, und jetzt ein paar Aufnahmen von außen. Let's go.
einmal hoch und dann geht's auf den Trail. Ja, let's go. So, jetzt sind wir hier auf dem Turm. Mega lässige Aussicht hier. Ja, ready. Let's go. So Leute, es geht los. Wir gerade Anlieger. Da ist alles ein bisschen zugewachsen. So, los geht's. Ein Steinfeld. Ja, das war meine Felge. Cool. So, also der Trail hier ist echt nicht so geil. Mit einem normalen Enduro oder Freeride oder Downhill. Also E-Bike kann man hier echt mega empfehlen. Ab dem Stein von den Waldpiraten Birkenfeld, glaube ich. So, hier rot. Ah, Drop vergessen. Machen wir beim nächsten Mal mit. So, das hier ist ein bisschen komisch. So, wir fahren jetzt hier wieder gerade hoch. So. Auf jeden Fall, ja, ist ganz geil hier. Also mit dem E-Bike fahre ich zumindest. Ich war mit dem Enduro schon hier. Fand ich jetzt nicht so geil. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder, warten gerade auf den Leo. Und ja, wir fahren jetzt hier zweimal den Trail und dann finden wir vielleicht die Tour, wo es dann Richtung Heimat geht. Weil hier ist auch so ein Trail, das geht Richtung Heimat. Hier! Und dann fahren wir gerade einmal hier und fahren dann entweder die Tour oder fahren über die Straße einfach wieder. Jo. So Leute, ich muss mich gerade für die Pose entschuldigen. Man kann ja bei der GoPro auf eng, Superview und noch irgendwas stellen. Und wenn ich die unterm Helm habe, habe ich die ja immer auf Superview. Und deshalb, Entschuldigung, ich habe das vergessen umzuändern, weil wir gerade was anderes gefilmt hatten. Jetzt stelle ich es nochmal um, aber jetzt seid ihr am Bügel hier, seht mein Gesicht und so. So Leute, jetzt schneide ich euch einen Edit zusammen. Ich rüste hier gerade um, also wir drehen jetzt ein bisschen von außen mit dem Teil hier. Mega geil, kann man hier so richtig geil umbiegen und so. So, und mit dem Teil hier, das kennt ihr ja sicherlich, also hier so, und dann könnt ihr halt mein Gesicht sehen. Probiere ich das mal aus, bestimmt ganz geil und ein bisschen von außen halt. Vielleicht mache ich mal meinen Lenker was. Und ja, let's go, edit ab. We'll be right back.
So Leute, jetzt sind wir wieder oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir fahren jetzt noch gerade da hinten, sind so ein paar Skinnies in Offshore. Fahren wir gerade noch gucken und dann drehen wir auch schon das Auto, weil die GoPro hat noch 5% Akku und mit nach Hause holen kann ich euch nicht. Deshalb, let's go. So Leute, jetzt sind wir hier oben bei den Skinnies. Ich habe nicht mehr so viel Akku, deshalb muss ich jetzt schnell machen. Das sind ein paar Skinnies und hier geht es dann auch runter, wo diese Tour durch die Dörfer ist. Wir fahren jetzt hier gerade mal den einen Skinny. Das ist ganz witzig. Let's go. Hier so hoch und dann geht es hier so runter. Mega witzig. So, und ansonsten geht es hier runter. Ja, jetzt drehen wir uns Outro und dann war es das auch wieder. So Leute, das war es jetzt wieder. Wir sind jetzt hier gerade bei den Skinnies hier oben. Ja, so viel wie ich weiß, der Anfang von dieser Tour, der durch die Dörfer geht, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir haben nicht mehr so viel Akku auf den E-Bikes, wie schon gesagt. Und das machen wir dann mal irgendwann anders. Ja, und ansonsten auf jeden Fall kann man hier gerne hinfahren. E-Bike ist halt am besten, weil die Trails gehen halt manchmal so berghoch, bergrunter. Und da macht halt am E-Bike am meisten Spaß und Enduro ist halt dann ein bisschen anstrengend. Downhill ist hier auf keinen Fall empfehlenswert. Und hier kann auch super Anfänger üben, von klein bis groß. Auf diesem Pumptrack kann man super üben, denke ich mal. Und ansonsten hier habe ich mir jetzt mal neues Filmmaterial, also zum Filmen bestellt von GoPro. Ja, hier dieses Ding für an den Helm, dieses Dreibein und noch so viele Sachen halt. Auch noch für über Wasser zu halten. Brustgurt hatte ich schon, hatte ich mir mal einzeln gekauft. Und ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt euer Feedback bitte in die Kommentare, auch gerne Kritik. Ich nehme das gerne an, wenn es auch einen guten Grund hat und versuche das dann in den nächsten Videos zu verbessern. Ich würde mich gerne über ein Like und ein Abo freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.